Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus Bucosoi zu Need for Speed Shift 2. Und das ist euer Wagen, den ihr euch ausgewählt habt. Und zwar der Need for Speed Shelby Ford Mustang. Hat mit 51% gewonnen gegen den Nissan GT-R. Und zwar 23%. Und ja, dieser Dodge hat 21% bekommen, nein, besser gesagt 12%. Und ja, ihr wolltet ja auch noch ein bisschen Tuning sehen. Und wenn ich jetzt hier raufgehe, dieses Auto geht leider nicht mit Tuning. Schade, aber ich kann euch ja mal zeigen, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt dieses Fahrzeug angenommen tunen würde. Dann muss ich wohl auf Upgrades gehen. Und zwar hier, ja, dann kann ich hier überall durchzwitschen. Da kann ich ja Abgasanlage, Nockenwelle, Getriebe und sonstige Sachen oder halt hier alles umändern. Aber da wird man hier sehen, ja, dieses Auto würde dann eine ganz andere, ja, Klasse bekommen. Und deswegen muss ich halt mal schauen, welches Auto ich denn eventuell mal nehme. Also man hat schon einige Sachen hier zur Auswahl und hier schön mit Bodykit, ne, sieht schon richtig nice aus. Aber wie gesagt, wir werden jetzt diesen schönen Need for Speed Shelby Ford Mustang nehmen. Bevor wir aber loslegen, gibt es natürlich wieder die obligatorische Abstimmung für die, ja, nächste Woche. Und da hätten wir als erstes den Mazda RX-7, als zweites den Lotus Exige S oder ja, Exige wird das so genannt, naja, wie auch immer. Den könnten wir nehmen, den Audi TT Coupé 3,2 Quattro, des Weiteren den BMW 1er i35 Coupé und dann nochmal eine Shelby Cobra. Eine ziemlich alte, aber wie gesagt, die 5 Fahrzeuge können wir auswählen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, wir werden jetzt aber euer Fahrzeug der Wahl nehmen. Wir wählen ihn. Und werden jetzt schnell rennen. Und es macht natürlich Sinn, wenn wir hier eine amerikanische Strecke nehmen. Gleiche Klasse. Ich habe Schwierigkeitsgrad auf, ja, schwer gelassen. Mazda Raceway Laguna Seca. Seca. Oder Seca. Ach, was weiß ich. Und da sind wir hier im Fahrzeug. Ihr wisst ja, mein Englisch ist so wie der Shelby. Genial. Und es geht los. Attacke. Ja, ich sehe das grüne Licht. Und dann werden wir versuchen, hier mal durchzustarten. Auf einer der bekanntesten Strecken. Und ich werde mal lieber ein bisschen früher bremsen. Er hört sich auf jeden Fall... Oh! Der ist schon ein bisschen wilder, der Wagen. Und sehr, sehr behäbig, muss ich sagen. Er braucht ganz schön, um hier auf Touren zu kommen. Ach, das macht wieder mal richtig Spaß hier. Loszudödeln. Platz 8. Die anderen Fahrzeuge können durchaus sein, dass die halt ein bisschen stärker sind vom Tuning. Sind ja die gleiche Klasse, also Klasse C geht ja bis 999 und wir hatten, glaube ich, 970, war das so? Oh, da kommen wir raus! Oh, hinter mir ist ein Bayerischer. Das Gute ist, hier kann ich ein bisschen später bremsen gegenüber den anderen und jetzt hier, das ist doch bekannt, ne? Fährt dann so wie, ja, ins Nichts. Nur durch die Erfahrung, die man vielleicht gesammelt hat, hier von dieser Rennstrecke, weiß man, dass man dann einen gewissen Punkt wieder einlenken muss. Und da kommt der ganz schön raus und ich gebe wieder einen Platz verloren. Oh, komm. Ah, dolle ist nicht, was der Maximus heute macht. Der Maximus. Ah, herrlich. Hier einfach mal ein ordentliches Rennen absolvieren. Na ja.
hart einbremsen. Und da merkt man schon, wenn der ordentlich einbremst, dass er da nicht richtig will. Und hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, den Ford hier vorne. Und da kriege ich hinten einen Schlag. Und raus hier. Ja, langsam kommen wir mit der Strecke hier klar. Und ein bisschen später bremsen gegenüber den anderen, weil die Bremsen sind doch ein bisschen besser. Die habe ich ja getuned. Oder verbessert. Und Slicks-Reifen habe ich, glaube, oben. Also das, was hier standardmäßig vorgegeben wurde vom Spiel. Oh! Da wollte ich wieder ein bisschen zu viel. Oh, komm, 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 Baby, zieh! Also, Plan sind hier 10 Folgen zu machen. Mal sehen, wie weit wir kommen mit eurer Auswahl. Und dann gibt es hier andauernd mal. Mal wieder Oldtimer-Spiel, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich komme nicht ran. Ah, ein bisschen zu viel gebremst. Aber ich habe mich jetzt hier auf diese Position ein bisschen festgefahren. Komme nur ganz leicht ran. Oh, Johnny, komm, komm, komm. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen authentischer. Nicht so wie bei manchen anderen Rennspielen, wo man dann halt dann ordentlich rankommt. Ganz, ganz einfach. Na gut. Beim Schwierigkeitsgrad schwer verhalten sie sich halt ein bisschen besser gegenüber leicht. Macht natürlich Sinn, ne? Also sind wir fast auf dem gleichen Level, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, von welcher Position ich da nochmal gestartet bin. Jedenfalls haben wir an diesen Streckenabschnitt ein bisschen mehr Zeit gut gemacht. Komm, zieh, Baby. Wir können uns ein bisschen absetzen. Aber halt nicht viel. Und hier ist noch meine Kurve, die ich hier immer ein bisschen versaue. Ja, besser gelaufen. Und jetzt. Ja, sind wir gut runtergekommen. Komm ein bisschen ran und der andere da. Ah, verdammt. Ich komme ein Stück weiter ran. Aber nicht zu sehr, wo ich sagen kann, ich bin jetzt in Angriffsposition. Ich glaube, da bräuchte ich noch ein paar mehr Runden, um zu sagen, das kriege ich hier hin. Und gleich kommt wieder ein doofer Spruch. Ja, du hast es nie auf dem Treppchen geschafft. Und hier werde ich angegriffen. Und. Sieh es einfach als Erfahrung fürs nächste Mal, okay? Ja. Sieht der Maximus so. Coole Karre, muss ich wirklich sagen. Und was haben wir denn? Auf welcher Position bin ich denn überhaupt gelandet? Egal. Gut. Wir gucken uns jetzt nochmal... Na? Die letzten paar Kilometer hier an. Und ja, könnt ihr mal reinschreiben oder stimmt mit ab oben rechts, welchen Wagen ihr als nächstes sehen wollt. Und mit den Worten verabschiede ich mich und lasse euch einfach mal den letzten, ja, Runden, Kurven alleine. Mit den Worten, mach ich einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.